Mitte der Woche Nachrichten, ich bin wie immer der Pimin, schön, dass ihr da seid, das sind die Themen von heute. Der Activision Blizzard Skandal, da äußert sich jetzt der CEO, Pokémon bekommt offenbar eine Live-Action-Serie, dann noch ein paar News zu Microsoft, da entwickelt sich die Xbox Series zur erfolgreichsten Konsole trotz der Lieferengpässe und The Forgotten City ist ab heute verfügbar. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Die Klage wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung gegen Activision Blizzard zieht weiter seine Kreise. Nachdem gestern über 2000 Mitarbeiter dem Statement der Geschäftsleitung widersprachen, ging es heute in die nächste Runde. Heute war ein Protest der Mitarbeiter geplant, der mit einer Liste von Forderungen einherging. Zudem äußerte sich nun zum ersten Mal der CEO Bobby Kotick zur gesamten Thematik. Die bisherigen Stellungnahmen haben nicht den richtigen Ton getroffen und man wolle sich intensiv um die Probleme kümmern. Dafür wurde nun eine externe Anwaltskanzlei als Berater beauftragt, die alles unter die Lupe nehmen und als Ansprechpartner fungieren soll. Der Aktienmarkt reagiert inzwischen auch auf den Skandal mit einem Verlust von 7%. Pokémon zählt zu Recht mit zu den beliebtesten Marken bei Jung und Alt. Nach der erfolgreichen Umsetzung des Pokémon-Films Detective Pikachu ist es ja quasi nur eine Frage der Zeit, bis auch eine Serienadaption über die Flimmerkisten läuft. Wie passend, denn laut einem Bericht von Variety ist aktuell bei Netflix eine Live-Action-Serie dazu in Planung. Nachdem der Streaming-Gigant schon Projekte mit Spielemarken wie The Witcher oder Resident Evil umgesetzt hat, ist jetzt offenbar Pokémon als nächstes an der Reihe. Das Projekt sei allerdings noch in einer so frühen Entwicklungsphase, dass es aktuell noch keine Infos dazu gibt. Außer, dass Joe Henderson als Writer und Executive Producer fungiert. Wir sind gespannt auf das Endprodukt. Microsoft hat die jüngsten Quartalsergebnisse veröffentlicht und ein Plus von 21% auf 46 Milliarden Dollar Umsatz kann sich definitiv sehen lassen. Einen wichtigen Anteil hat daran wohl die neue Konsole, denn trotz der Lieferengpässe entwickelte sich die Xbox Series inzwischen zur schnellsten verkauften Microsoft-Konsole mit schätzungsweise 6,5 Millionen verkauften Exemplaren. Und das, obwohl Intel sogar damit rechnet, dass die Halbleiterknappheit noch bis 2023 anhalten könnte. Aber auch der Xbox Game Pass kann massive Zuwachsraten verzeichnen, den hatte erst kürzlich der ehemalige Sony-CEO Sean Layden als nicht nachhaltig betitelt. Sind wir mal gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Alles fing an mit einer kleinen, unscheinbaren Skyrim-Mod. Über die Jahre entwickelte sich The Forgotten City immer mehr und mehr zum Standalone-Titel und konnte sogar 2019 den Preis für das meist erwartete Indie-Game abstauben. Ab heute ist The Forgotten City nun offiziell erschienen und bietet euch ca. 10 Stunden spannende Unterhaltung. Der Fokus liegt dabei definitiv auf der Story, seinen Charakteren und euren Entscheidungen. Einen reinen Action-Blockbuster solltet ihr hingegen nicht erwarten. Der historische Mystery-Thriller ist ab heute als digitale Standard-Edition für 25 Euro auf dem PC erhältlich und für 30 Euro für die PS4 und 5 sowie Xbox One und Series. Eine Umsetzung auf der Nintendo Switch soll noch im Laufe des Jahres folgen. Zum Abschluss bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn wir uns auch morgen wieder hören. Bis dahin, macht es gut. Ciao.